Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück, liebe Eishockey-Freunde. Jawohl, ich habe ja gestern gesagt, wir machen heute mal wieder eine Taktikfolge, aber ich wollte euch davor noch ein bisschen über was anderes aufklären. Und zwar über das Event. Ein paar Leute haben schon gefragt, wie funktioniert das Ganze, was muss ich eigentlich machen? Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, ihr müsst insgesamt diese einzelnen Ziele erfüllen. Ihr braucht nicht die Spieler dafür in der Mannschaft, sondern ihr müsst diese Spiele einfach nur spielen. Oder einfach generell nur Spiele spielen und diese Ziele erfüllen. Also, ihr braucht für einen 94er gesamt, also ein halt einen von zwei Style-Held-Meisterobjekten. Also ihr kriegt von diesen 8 Stück, kriegt ihr 2 vorgelegt und für einen könnt ihr euch entscheiden. Die 8 Karten, die ihr kriegen könnt, sind oben. Das sind Ovechkin 94, Subin 94, Matthews 94, Lundqvist 94, die neuere Generation und die alte Generation Patrick Roy, Mark Howe, Bernie Nichols und Ken Baumgartner. Damit ihr diese Ziele machen könnt, müsst ihr verschiedene Ziele absolvieren, die ein gewisser Spieler vielleicht absolviert hat und so weiter. Genau. Ihr müsst zum Beispiel 286 Checks machen. Perfekt wäre es natürlich, wenn ihr das Ganze in 82 Spielen hinkriegt, so wie bei Piki Super, dann habt ihr nämlich alles auf einem Level abgeschlossen. 286 Checks, 475 Tore, 197 Tore, 40 Spiele gewinnen, 11 Shutouts, 1072 Schüsse aufs Tor, 82 Spiele absolvieren und 446 Schüsse aufs Tor. Also ihr merkt selber schon, ihr habt 82 Spiele absolvieren, 40 davon müsst ihr gewinnen. Ihr müsst einmal 197 Tore schießen, einmal 475, 11 Shutouts, 286 Checks und zweimal Schüsse, 446 und 1072. Genau, so. Und diese Ziele, wie weit ihr seid, könnt ihr hier unter Ziele finden. Style Held Event Objekte. Und ihr seht hier schon, ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht. Ich habe jetzt 9 Spiele, 9 Mal gewonnen. Das heißt nicht, dass ich 9 Spiele gemacht habe. 10 Spiele habe ich absolviert. 10 Spiele habe ich absolviert. Ich habe einen Shutout gehabt. Habe bisher 75 Tore geschossen in diesen 10 Spielen. Könnt ihr es euch natürlich hochrechnen. 10 mal 75 sind am Ende 750 Tore. Das heißt, ihr schafft es mal die locker in diesen 82 Spielen. Warum rechne ich 10 mal 750? Nicht dumm? Bin ich echt dumm? Natürlich müsst ihr das hochrechnen, klar. Nicht 10 mal rechnen. What the fuck? Also, mein Schnitt sind jetzt 10 Tore, 10 Spiele, 75 Tore. Können Sie euch dann ausrechnen. 70 fehlen mir noch. 75 mal 7. Jawohl. Müsste schaffbar sein. 1000 Schüsse. 1072 Schüsse. Müsste ein bisschen zulegen, aber ist eigentlich auch machbar. 40 Spiele gewinnen in 80 ist auf jeden Fall machbar. Seht ihr, hat 9 gewonnen, 10 gespielt. Ken Baumgartner hat 286 Checks, da tue ich mir schwer, aber ist auch machbar. 75 Tore, ja, 197 schaffen wir locker. 446 Schüsse aufs Tor von 446. Also sie sind machbar, ihr braucht insgesamt, ich habe es mal ausgerechnet, ihr bräuchtet insgesamt beide Wochen der Squad Battles. Sind nämlich insgesamt, was war das, was ich gesagt habe? Oh, warte mal. 4 mal 5, 20, 2 Wochen, das sind 40 Spiele plus Wochenende, jeweils 16 Spiele, waren 72 Spiele. Plus 10 Rivals Matches müsst ihr machen. Also einmal komplett, oder die 2 Wochen komplett Squad Battles durchspielen. Plus 10 Rivals-Spiele, dann habt ihr diese 82 Spiele. Vorausgesetzt, ihr erfüllt dann auch diese Kriterien. Normal, Squad Battles, ihr müsst sie erfüllen eigentlich, weil Squad Battles verlieren geht schlecht. Genau. Dann kriegt ihr eben diesen 94 Gesamt-Style-Helden-Meisterobjekten. Ich werde es nicht machen, weil ich das zeitlich gar nicht hinkriege, so viele Spiele zu machen, aber ich habe auch schon 2 Spiele mit Lundqvist und Subban. Die 900.000 sparen wir uns aufs nächste Event, nicht wundern. Vor allem, wir kriegen hier eigentlich auch noch, die 900.000 müssen wir auch noch sparen für Meister-Collectibles, damit wir LaFleur und Gretzky und Co. aufpushen können. Genau, so, dann kommen wir nun zur Taktik. Weil immer wieder die Frage kommt, was spielst du, wie spielst du? Ich zeig's euch jetzt. Strategien. Genau erklären kann ich es euch leider nicht, weil manche Spielmechaniken verstehe ich auch nicht, weil ich habe auch schon im Angriff zerfetzt das Netz gespielt und alle meine Spieler standen hinterm Tor. Ich habe schon Überzahl gespielt und hatte zerfetzt das Netz und ich habe schon hinter dem Netz gespielt und hatte Überzahltaktik. Also
heißt nicht immer das, was da steht, dass ihr das auch spielt, aber meistens sollte es so sein. Wir spielen 1-2-2 passiv, neutrale Zone 1-4, Trap 4-Checking machen wir nur Trap, leider, aber ja, wir machen Trap. Offensivdruck zurückhaltend, Offensivdruck Tor sichern, Defensivstrategie ist Rückzug, Penalty Kill ist passive Box, funktioniert nicht immer. Ich habe mir schon überlegt, ob wir vielleicht eine weite Box oder Diamant machen sollten, aber Umbrella Powerplay spielt fast niemand. Genau, und das verzeugt in der Verteidigungszone, das ist halt genau das, was wir machen, um den Querpass zu verteidigen. Powerplay machen wir Schuss. Wir dumpen die Scheibe eigentlich, tragen sie aber meistens in die Offensivzone. Kontrollierte Konter. Das haben wir Strongside Curve. Das ist. Da müsst ihr euch wirklich mit Eishockey auskennen, damit ihr diese einzelnen Optionen versteht. Und nicht mal ich verstehe alle Optionen. Und ich habe mir wirklich Taktikvideos dazu angeschaut. Die Carry-Option und die enge Unterstützung 3 gegen 3 offensiv. Bin ich jemand, der gern passiv ist, der lieber 2 Leute hinten hat, als einen hinten und 2 vorne. Angriffsreihe 1 haben wir hinterm Tor. Halbe Effizienz, halbe Energie, halbes Tragen, halbes Dump. 0-10, also wir schießen und wir blocken die Scheibe. Das gilt für alle 4 Angriffsreihen. Und in der letzten Reihe haben wir Linie halten, Vorstoßen 0-0. Also beziehungsweise schießen und. Frage bestimmt. Okay. Ah, genau, und Linie halten. Genau. Damit sie halt an der blauen Linie vorstellt. Dann hat man halt davor immer den hier. Und dann sind sie halt immer bis zur Grundlinie gelaufen. Das ist natürlich scheiße. Fängst du Konter ein ohne Ende. Genau. Auch das gilt für alle 3. So. Ein paar Leute haben mich dann noch gefragt. Verwerfen. Ich will gar nichts ändern. Wir verwerfen alles. Ein paar Leute haben mich dann noch gefragt, zeig doch mal bitte deine Statistiken und deine Leute. Können wir machen. Wir haben 96 Gesamt, haben eine Gesamtbilanz von 272 Siegen, 66 Niederlagen und 11 Overtime-Niederlagen. Ja, wir verlieren sehr wenig eigentlich. Teamgehalt 160 Millionen und 30.000 Dollar. Klicken wir auf die Statistik. Und dann seht ihr schon, Wayne Gretzky 204 Spiele, 291 Punkte, das ist krass. Zuccarello 186 Spiele, 263 Punkte, auch das ist krank. Lemieux 204 Spiele, 244 Punkte, ist noch annehmbar, ich erwarte immer ein bisschen mehr von ihm. Aber ja, Lafleur ist jetzt mittlerweile in der letzten Reihe ein bisschen zurückgefallen, 288 Spiele, 236 Punkte. Lainey hat 186 Spiele, 195 Punkte. Dreiseitel 138 Spiele, 192 Punkte. Das ist auch wieder sehr gut, was bei Lainey halt auch krass ist. Er spielt halt dritte Reihe und hat immer noch mehr Punkte als Spiele. Anders als Lafleur, der ein guter Spieler war, auch in der vierten Reihe, muss man dazu sagen. Bei Erik Karlsson ist das Phänomen, Erik Karlsson macht so viele Assists, wie er Spiele hat. Finde ich mega witzig. Und dazu kommen halt noch 21 Tore. Bombe. Gaborik 170 Spiele, 149 Punkte, ist eher unser Goalscorer. Parisi genauso, mehr Tore als Assists. Crosby ist relativ ausgeglichen, 67 Spiele, 88. Vatanen 176. Klefbom 67 Spiele, 58 Punkte, der lässt man ein bisschen nach. Darlin, ja gut, spielt letzte Reihe, kommt daher nicht so viel zum Zug. 16 Punkte in 37 Spielen. Subin 9 Spiele, 15 Punkte, da merkt ihr schon wieder. 13 Assists und 2 Tore in 9 Spielen. Das ist schon Bombe, aber man merkt diesen Einfluss halt nicht direkt. Weil es halt nur 2 Tore sind, in Anführungszeichen. Bei Karlsson merkt man es halt durch Powerplay und KKG, dass er halt viel, viel sammelt. Taves 8 Spiele, 9 Punkte. Sehr stark, hat sich gesteigert. Stamkos 5 Spiele, 7 Punkte. Ekman Larsen 5 Spiele, 4 Punkte. Eisenman 8 Spiele, 3 Punkte. Das ist das, was mir generell noch aufgefallen ist. Ist zwar hat man so 0 Strafminuten, was nice ist, aber Steve Eisenman geht ein bisschen unter. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass er nur in der vierten Reihe steht und Unterzahl spielen muss, aber ansonsten geht er ein bisschen unter. Generell. 264 plus minus ist das Beste, was wir haben. Das ist Erik Karlsson. 5 Stamkos. Eisenman ist das Schlechteste. Bad Boy. Ebenfalls Erik Karlsson mit 52 Strafminuten, danach Zuccarello mit 45, Dreiseitel mit 42, Lafleur mit 40, Gretzky 36. Das sind so die Top 5. Die liebsten Spieler des Teams sind Eisenman, Stamkos und das ist eigentlich schon herausragend. Gerade mal 4 Strafminuten in 159 Spielen. Das ist krass, wenn man es mal vergleicht. 37 Spiele 8, 170, 16. Auch das ist noch ein guter Wert. Aber ihr merkt schon, wie es dann plötzlich nach oben geht. 204, 30, 67, 30. Und der hat einfach 159 und 4 Strafminuten. Das sind praktisch 2 gelbe Karten.
in 159 Spielen. Das ist brutal. So, Torhüter haben wir es hier ganz einfach, Henrik Lundqvist. Ja. Ja, ein Spiel gespielt, 7 Gegentore, 93,33. Ist nicht der beste Schnitt. Anonen, 92 Spiele, 77 Siege und 15 Niederlagen. Erinnert mich sehr an Mackenzie Blackwood letztes Jahr. Da war Mackenzie Blackwood war letztes Jahr auch fast unüberwindbar. Und Justus Anonen geht dann den ähnlichen Weg im Moment. Genau, ist auch von der Fangquote mittlerweile unter 90. Aber wie gesagt, jetzt soll er die 85 halten. Ich bin wirklich glücklich damit. Yes, das war meine Special-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, was die Ziele angeht. Brauchen wir noch ein nettes Thumbnail. Genau, machen wir einfach das als Thumbnail. Das schneide ich schon irgendwie zusammen. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wobei, ich brauche ein Taktik-Ding auch noch, gell? Wie machen wir das denn? Was mache ich denn da als Thumbnail? Ah, da finden wir schon was. Wie können wir das irgendwie hier was machen? Ja, da lasse ich mir was einfallen. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei NHL 21 Hockey Ultimate Team, morgen zur Eventfolge und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Bis dahin, Ciao mit V, wir sehen uns.